Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Ach, wir spielen Witcher 1, muss ich gerade mal die Uhren machen, deswegen stoppen wir. Wir spielen Witcher 1, sind im vierten Kapitel und sind hier noch in der Taverne. Und suchen eure Mutter lutschen Zwergenschwänze. Julian. Ja, der genau. Pen. Keine Herausforderer? Hallo. Geralt? Ich sollte Alina finden. Habt ihr sie gefunden? Ja. Das ist wunderbar. Geht es ihr gut? Setzt euch und trinkt etwas. Alina ist tot. Sie wurde zu einer Mittagserscheinung. Einem Dämon. Sie ist tot? Ich weiß, das ist schwer. Aber wir müssen etwas unternehmen. Wenn wir nicht handeln, werden Leute auf den Feldern sterben. Verstehe. Tut, was ihr könnt. Ich bezahle euch. Das kostet aber mehr als einen Silbergroschen. Tut, was getan werden muss, Hexer. Und macht es, wenn möglich, schnell und schmerzlos. Ich versuch's. Wisst ihr, ich glaube an die Vernunft, nicht an die Götter. Und doch betete ich zur Militele, dass ich Alina wiedersehen würde. Ich fühlte mich elend, voll Widerwillen. Ich brauchte wohl Zeit, um zu akzeptieren, dass meine Alina tot ist. Geralt, wie ist das passiert? Selina hat sie getötet. Wahrscheinlich aus Versehen. Sie ist ebenfalls tot. Wie das? Adam hat sie getötet. Er liebte Alina, verlor die Beherrschung und tötete Selina. Bei allen Göttern, das ist ja schrecklich. So viel Leid. Womit haben sie dieses Schicksal nur verdient? Geralt, bitte helft ihnen. Und ich sorge dafür, dass Adam festgenommen wird. Er muss für sein Verbrechen büßen. Ich werde tun, was ich vermag, damit die Seelen der Schwestern ins Jenseits gelangen können. Tja. Wo schläft er weiter? So. Armer Julian. Wer will einer aufs Maul? Ja. Wie gibt es, jemanden zu schlagen? Ja. Dann gehen wir mal zu Abigail und befragen sie, was man mit den Kriegs machen kann. Die soll sich damit ja auskennen, haben wir gehört. Was wollt ihr? Der Maurer Hahn schickt mich. Dieser Taugenichts. Er hat meinen Kamin versiegelt. Seitdem ist es hier entweder kalt wie im Winter oder neblig wie im Herbst. Ja, es ist ich wette, die Arbeit an der Brücke geht nicht voran. Genau. Warum sollte er einen Hexer und eine Hexe brauchen? Nachts zerstören Grix die Brücke. Und Hahn muss sie dann tagsüber wieder reparieren. Kann man irgendwie eine Versöhnung herbeiführen? Bringt ihren Schatz zurück. Schatz? In der Gruft auf den Feldern haust ein anderer Stamm von Grix. Von der bösen Sorte. Dieser Stamm hat den größten Schatz unserer Grix gestohlen. Ein Katzenreitgeschirr. Katzenreitgeschirr? Oh ja. Grix reiten auf Katzen wie Menschen auf Pferden. Geht zu der Gruft, holt das Reitgeschirr und kommt zu mir zurück. Wo ist das Reitgeschirr? In ihrer Kapelle, die der kleinen Skulptur eines Heiligen gleicht. Wie man sie an Kreuzungen aufstellt. Woher wisst ihr das denn? Ich könnte sagen, ich habe es in Hühnergekräuse gelesen. Aber die Wahrheit ist profaner. Einer der Grix hat sich in mich verliebt. Er lässt mich wissen, was sich in dieser Gegend tut. Macht ihr Witze? Ach, egal. Danke. Abigail und Grix. So, dann gibt's also auch kleine böse Grix. Ah. Nicht nur die lustigen, fröhlichen. Ja. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Wir müssen ins Dorf zum Propst. Und wir wollen ja mit dem
Geistwürfel spielen. Also gehen wir jetzt erstmal ins Dorf und suchen den Propst. Du wolltest auch nur noch zu den Elfen bei Gelegenheit und sind da. Ja. Ja, die sind ja dann im Norden. Ich versuche das einigermaßen auf die Reihe zu kriegen. Ja, verstehe schon. Von wegen Wege und so. Ja. Die Wege optimieren. Jetzt sind wir hier gleich im Dorf. Na, hat er seine beiden Töter verloren, der Propst. Ja. Keine Straßenbeleuchtung, alles ganz duster hier. Der ist nicht zu Hause. Herr Propst, schlafen. Ja, dachte ich auch, dass der hier irgendwo rumliegt und schläft, aber hier ist niemand, kann ich mich noch so oft im Kreis drehen. Tja. Pech gehabt. Dann wirst du wohl die Trophäen andermal zu ihm bringen müssen. Vielleicht verhaftet er gerade Adam. Gut, wir sind hier zur Brücke. Naja, ja, könnt ihr hinkommen. Ja, das mit dem rechtslich ist ein bisschen schwierig hier. Füßler, eigentlich haben wir schon genug. Mhm. Ja. Noch rechtslicher. Tja. Tja. Die sind der Meinung, dass du nicht genug hast. Tja, offensichtlich. Mir ist der kleine Affe da. Ja, der muss immer zugucken und aufpassen. Ob ich das auch alles richtig mache. Au, au, au. Ja, die sind ganz schön. Die beißen aber heftig. Ja. Ich stehe ja auch ein bisschen blöd. Du stehst ein bisschen blöd. Da, wo mich alle erwischen. Ja. Du liebst die Gefahr, stimmt. Naja, aber die stehen eigentlich immer so blöd, dass man immer zwischen zweien steht. Der eine versteckt sich. Du brauchst eigentlich eine Schwalbe. Ja, jetzt. Ich glaube, sind nicht in die Arme. Da kommt der nächste raus. Hol dir erstmal eine Schwalbe. Ja. Also. Warum habe ich eigentlich dieses blöde Zeug immer in den Taschen, wenn ich es nicht benutze? Ja, das musst du dich selbst als einer, der ist einer. Hast du jetzt eine Schwalbe Mann, getrunken? Nein. Blöde Mistviecher. Ja, komm auch hinterher. Mal, wie viele sind das denn? Na, die scheinen sich irgendwie auch. Man denkt immer, die wären irgendwo am Platz gebunden, sind sie aber gar nicht. Die sind offenbar auch nicht mobil.
Da ist noch einer. Wo? Da hinten. Nee. Der ist ja ein Stück weg. Der ist ein Stück weg. Tja. Sag ja, dein Silbersperrt ist schon leicht überholt. Und das ist ja, ja freundlich ausgedrückt. Verschwinden dann immer oder wie? Ja, blöde Mistviecher. Los, komm raus. Jetzt ist er hin. So. Sind hier Schritte? Ja. Es klingt wie Schritte. So. Ich sehe aber niemanden. Das ist richtig unheimlich. Ein Geist. Ja. So, ich bin hier also leicht rechts links. Quatsch. Ich fall immer wieder drauf rein. Ach, das ist der kleine Affe, der hier rumhopst. Ja, genau. Das sind die Schritte. Na, noch ja. Ein Riesenpausenfüßler. Mann, das ist ja total verseucht hier. Ich von denen unterwegs zu sein. Den müssen wir erstmal wegmachen, bevor wir zum Geist gehen. Verzieh dich in die ewigen Jagdgründe. Oh, da hinten ist ein Wolf, ist ja richtig gefährlich hier. Lass mal speichern. Ja, das würde ich auch sagen. Das war ja doch mal ein schön harter Kampf. Ups. Wer wagt es, mich zu stören? Gerhard von Riva persönlich. Ihr seid berühmt im Totenreich. Was wollt ihr, Gespenst? Etwas Zuneigung. Verständnis. Werdet nicht zornig. Ich scherze. Ich spuk nur an diesem Ort. Was hält euch hier? Das Einzige, das stärker ist als der Tod. Soll heißen? Soll heißen? Ich spreche natürlich vom Würfeln. Lohnt es sich, für ein Spiel zurückzukehren? Es ist eine Leidenschaft. Kein Spiel. Ich weiß es. Ich habe beim Poker Vermögen gemacht und verloren. Und mein Leben verlor ich durch eine Pechsträhne. Ein Spiel? Nur zu gern. Soll ich für euch würfeln? Das schaffe ich gerade noch. Na gut. Also. Dann spielen wir doch mal. Oh, hohe Einsätze. Der Trickser, oje. Naja. Du hast ja gespeichert. Ja. Kann jetzt eben doch eine Weile dauern. Du musst halt wieder einladen. Das könnte sein, wir werden es sehen. Ach, das war nicht gut. Nein, das war nicht. Eine 6 wäre mir lieber gewesen. Tja. Tja, jetzt haben wir sag später. Ich doch. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und? Naja. Naja. Ich meine ja. Ein Full House ich ist hab, doch nicht verkehrt.
Gut, jetzt geht's um die Wurst. Hätte lieber nicht sagen sollen. Tja. Ja. Das sieht nicht sehr gut aus. Nein. Doch, du hast gewonnen. Das war doch ganz gut. Nee. Das hätte ich ja nicht gedacht. Du hattest eine gute Chance zu gewinnen. Danke, Trickster. Wir müssen jetzt nicht wieder laden. Das ist nett. Hervorragend. Tja. Na gut. Tschüsselchen, das Danke. Wollen wir doch mal speichern. Und er hatte tatsächlich Geld, Mann, Tod und Geld. Boah. So. Hat er nicht mal Taschen. So durchgeistig wieder aussah. Gut, hier ist die Brücke, die nützt uns nichts. Doch ganz zum Dorf nützt uns hier auch nichts. Also gehen wir zum Ufer. Ja. Wir müssen die Exoskelette ja bei dem Elfenhandwerker abliefern. Und unterwegs mal gucken, mal mit Berengar mal wieder ein Wörtchen wechseln. Ach, hier sind wieder Verschlinger unterwegs, wie schön. Und gleich alle drei einmal. Aber nicht aber alle gleichzeitig sagen, auf mich. Auf einmal, also wirklich. Stellt euch an, Jungs. Oder Mädchen. Keine Ahnung. Und warum kann ich jetzt nicht mehr zuschlagen? Hast du das richtige Schwert, ja? Ja. Keine Ahnung, warum du nicht zuschlagen kannst. Ja, da war wohl der Busch im Weg. Ja. Nicht drängeln, ihr kommt doch alle dran. Erstmal den weg, der war schon fast fertig und jetzt den noch, dann haben wir's. Die sehen zwar schlimm aus, tun aber nicht besonders weh, im Gegensatz zu den Riesentausendfüßen. Ja, die beißen ganz anders. Naja, ich meine, der Name Verschlinger klingt ja auch nicht so freundlich. Ziert sich mal wieder. Okay. Können wir weitergehen? Ja. Blümchen sind wieder nachgewachsen. Die hatte ich nämlich alle gepflückt. Ja, die Blümchen wachsen hier sehr schnell. Man geht pflückt sie, geht ins Gasthaus, kommt wieder raus, sind sie wieder alle da, nachgewachsen, ja. Hallo Alvin. Hast du was Neues zu erzählen? Ja. Sei brav. Wir sehen uns später. Nix da, der läuft jetzt wieder mit.
wie ich den kenne. Aber er bleibt immer hier am Seeufer, wie es aussieht. Ja. Wolltest du nicht mal ein bisschen mit Berenga sprechen? Ja. Ah nee, auf den Feldern war er ja auch letztens. Ja. Ja? Ist auch ein bisschen Neues? Ah. Hör zu. Ich habe ein Problem mit einer Mittagserscheinung. Der berühmte Weiße Wolf bittet mich um Hilfe? Ich habe leider keine andere Wahl. Ihr riskiert eure blütenweiße Weste der Rechtschaffenheit und redet mit mir? Lasst den Quatsch. Wisst ihr, wie man eine Mittagserscheinung los wird oder nicht? Das tue ich in der Tat. Aber erst will ich, dass ihr zugebt, dass ihr eine hohe Meinung von euch selbst habt. Von mir aus. Meine Damen und Herren, seht, wie der Weiße Wolf gezähmt wurde und kälter als der Nordwind gesteht, dass er sich für etwas Besseres hält. Was ist jetzt mit der Mittagserscheinung? Die Mittagserscheinung muss erwachen. Zurzeit ist sie eine Mischung aus Seelen junger Frauen, die auf sonnigen Feldern starben. Zeigt ihr ein Objekt, das ihr einst lieb und teuer war? Als ich sie sah, hat sie immer nur in einen Spiegel gestarrt. Teile dieses Spiegels liegen auf den Feldern verstreut. Danke. Das ist noch nicht alles. Die Mittagserscheinung muss begreifen, dass sie tot ist. Allerdings wird sie nur auf die Toten hören. Ihr könntet euch also beispielsweise selbst töten. Aber es gibt noch einen anderen. Keine gute Idee. Einige Dämonen sind empfänglich für die Künste. Versucht es mit Tanzen, Singen, Gedichten. Wenn es nur hübsch ist und ihr genug Talent habt, sollte es klappen. Das war's. Okay, danke. Das könnte schwierig werden. Ja, lebt ja. Wohl. Na, du wirst es ja wohl kaum hinkriegen, aber... Da kennen wir doch jemand. Ja, ich habe auch gerade an Rittersporn gedacht. Das sollten wir mal festhalten, bevor wir wieder mit den Weibern spielen hier. Die nagt immer gern an der Leiche hier rum, habe ich festgestellt. Ach so, ja, falsche Taktik. Meistens sind es zwei kleine und zwei... Und Emma, wollen Sie mich in mein Hinterteil beißen? Tja. Und schon wieder kommt sie halt hier außen raus. Rum. Alvin, was machst du denn hier? Ist schlimmer als der Affe. Ja, und dann Hilfe schreien. Geh doch mal ein bisschen weg hier. So. Alles klar? Gut. So. Ja gut, dann sollte ich vielleicht mal in mein Questbuch gucken. Ey, wir müssen sowieso Schluss machen. Ach so. Machen wir nachher dann. Aha, ich muss auf den Feldern die Scherben von Alina Spiegel suchen. Genau. Na gut. Aber gehen wir erstmal zu den Elfen. In der nächsten Folge bringen das hier zu Ende. Und machen dann da weiter. Genau. Okay, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.